Willkommen zu Next Play Adventure! Jetzt nehme ich nämlich auf zum Kartenbau-Tutorial. Die Brick Force ist glücklich, dich als neues Mitglied zu überblocken. Brickplatzierung. Du kannst Bricks platzieren, indem du die linke Maustaste drückst. Ein Brick ist die Basiseinheit, aus denen Karten bestehen. Das weiß ich alles, Mann! So wollen die. Oh, da wäre eigentlich noch was anderes gewesen. Gemeinerweise kann man hier nicht wie bei meinem eigenen Ding da hier irgendwas anders machen. Hier muss man leider alles machen, wie die das wollen. Na gut, das hätte man jetzt wahrscheinlich auch noch anders machen können, aber interessiert mich ehrlich gesagt alles nicht annähernd, wenn man es jetzt mal so nimmt. Ja, Mann, das ist langweilig, wenn die einem so eine genaue Anleitung geben. Wirklich mal. Juhu! Damit ist das geschafft. Das ist jetzt wirklich einfach, kann ich einfach nur sagen. Ja, ja, ich gehe ja schon zurück. Das Geräusch nervt. Coole Items, kann ich nur sagen. Coole Items. Oh. Ja. Wie gesagt, coole Items. Shop. Hier steht Shop. Dabei sollte der Shop doch in Arsenal umbenannt werden. 200 Frostpunkte habe ich mir für meinen Login bekommen. Ah, jetzt werden die hier nicht alle so komisch angezeigt, nur weil man sie nicht kaufen kann. Für Tokens kann man die Spiele schneller kaufen? Naja. Prinzessin-Zauberstapel. Will ich denn das Ding tragen? Schwarzpulverbombe. Bombe, diese Bombe. Level 17. Ah, das ist also noch alles ganz schön anders, wie das in der Beta jetzt. In der Beta war, ehrlich gesagt. Kann ich mir das schon... Oh, das kann ich mir... Für 13.000... Eine gute Pistole für 13.000? Meinen die das ernst? Ich habe eine gute Pistole. Das ist unglaublich, aber ich habe eine gute Pistole. Wenn ich die jetzt überhaupt gekauft habe, dann habe ich das überhaupt... Wüsste doch. Wieso sollte ich das ja nicht... Pistolen? Nee, die habe ich nicht gekauft. Was wollen die, Mann? Oh, Mann. Shop. Hä, ich habe trotzdem... Das fand ich jetzt extrem unfair. Ich habe mir die Hydra-Armbrust noch gerade gekauft, oder? Ich habe mir die gekauft, kann die aber nicht verwenden. Das sind meine Items. Ach, hier ist sie. Anlegen. Das ist der Hammer, dass ich jetzt endlich... Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine gute Pistole bekomme, ehrlich gesagt. Wirklich, Mann, das hätte ich jetzt echt nie gedacht. Eigentlich wollte ich das ja für mein nächstes Quick Bricklet. Das hier hat sich ja so auch verändert, das Design. Meine ganzen gesparten Coins, die wollte ich zwar eigentlich für mein nächstes Quick Bricklet sparen. Ach, das hier hat sich auch alles verändert. So viele Designs, die sich verändert haben, muss ich schon mal sagen. Und wieso sind hier nur Leute von so guten Rängen? Fast nur. Ah, wie sieht es mit meinen Freunden aus? Sind da irgendwelche an? Laser? Veteran? Ah, mein Rang hat sich extrem verändert durch die neue Season 3. Ich bin jetzt so viel besser einfach nur, kann ich nur sagen. Also ich bin natürlich nicht besser, aber vom Rang her bin ich ein ganzes Stück höher. Ich habe immer noch keinen Plan. Ach, ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Änderung irgendwie mit sich bringt. Irgendwie aber auch nur. Oh, das ist wie ein Traum. Abschluss. Scheiße. Nein, zum Glück. Nee, also hoffe ich mal nicht. Hier, ich habe 19 Coins nee, hier doch. 19 Coins habe ich gesammelt. Ich würde jetzt den Fehler aufmachen. Ja, toll! Ich will aber keine Fehler. Echt toll. Na gut, dann mach jetzt erstmal Quick Join. Okay. Mixture Map. Ich will unbedingt meine neue Hydra ausprobieren. Ich habe noch nie mit so einem Ding geschossen. Hier ist es. Allerdings muss ich sagen, das Ding hält man jetzt irgendwie dumm. Vorher habe ich das viel besser gehalten. Früher in der schönen Zeit habe ich die Waffe viel schöner gehalten. Wie sinnlos. Geht in Deckung! In der schönen Brickstar. In der schönen Brickstar. Doch jetzt sind wir zurück in die Vergangenheit. Das heißt, zur Brickstar. Geht in Deckung! Aber irgendwie habe ich jetzt... Irgendwie checke ich jetzt gerade nicht mehr so viel. Aber naja. Ich will mal gerade ganz kurz gucken. Was ganz Bestimmtes, nämlich. Oh. Endlich! Es ist einfach unglaublich. Season 3, sag ich mal. Season 3. Ach, was für ein schöner Tag das heute ist. Ich wusste es. Egal, was für ein Wetter heute sein mag, der Tag wird schön.
Aber ja, irgendwie wegen dem Livestream wahrscheinlich ist es alles gerade echt eine richtig schlechte... Wie auch immer. Es soll doch angeblich eine extra... Eine heruntergeladene Karte? Nein. Ah, jetzt ist hier also ein bisschen... Ah, jetzt kann man die heruntergeladenen Karten also auch löschen. Interessant. Interessant, interessant. Wow, so viele Karten habe ich runtergeladen? Wusste ich gar nicht mehr. Okay, ach ja, die... Alle Karten. Liebe neue Karten. Ja. Top 10 der Woche. Ja, Ruhmeshalle. Ja. Es soll doch... Ah, nee, man kann nicht mehr nehmen. Erbauer. Das nicht gerade selten. Wieso habe ich kein E dazu geschrieben? Ach, hier jetzt aber. Zappel, Skylands, Caved in, Aftermath, Playground, Warehouse. Hier ist ein neues Warehouse. Kann ich aber, glaube ich, auch nicht Basecamp. 31.01. Barracks. 31.01.2012. Cargo Quay. 31.01. 31.01.2012. Wahrscheinlich... Windforce Maps, die ich nicht kenne, das ist doch alles verrückt. Skybridge, Campound, Sky Garden, Wardle, Metro 2012. Okay, das hier ist sehr beliebt, ich weiß. Majora, aber auch erst so viele Mittel. Ach, Mittel gibt es ja auch, stimmt, ja. Ja. Es wundert mich zwar jetzt extrem, aber ich hatte mal gehört, sollte doch eine... Naja. Ah ja, was ich jetzt unbedingt noch gucken will. Hier im Shop. Im Shop. Hier ist der Shop. Der Shop, Shop, Shop. Stop. Da gibt es leider nichts Neues mehr. Ach ja, für die Aktionsleiste. Das gibt also alles nur für Tokens. Interessant. Werkzeugkiste, genau. Funktionspaket. Das gibt also alles nur für Force-Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Funktionspaket. Das gibt es also alles nur für Force-Punkte. Das heißt... Man kann sich jetzt nicht mehr... Das Gemeine. Die schwere Brick Gun gibt es ab jetzt permanent... Ich bin bereits hoch genug. Ich kann mir bereits die schwere Brick Gun permanent kaufen. Und die kostet nur 5000. Man, ehrlich gesagt, übertreiben die. Wieso machen die das alles so billig? Ich meine, ich finde es ja gut, dass das jetzt... Aber irgendwie... Guck mal, permanent Level 2 für so wenig Geld. Okay, das gibt es also noch für Tokens. Aber trotzdem, komm schon. Das ist doch irgendwie... Hauptwaffe? Was gibt es denn so für... Sie sind die Hauptwaffe. Die Condor-Armbrust, die ich mir noch nicht kaufen könnte. Von meinem Rang her einfach. Ah, du hast... Ach, die haben jetzt so einen Hintergrund, wenn man sich die noch nicht kaufen kann. Gut zu wissen. Die West. Von Nissen-Armbrust. Wie sieht es denn aus mit Feuerrate, Rückstoß, Präzision? Ich glaube, ich behalte aber meine Hauptwaffe hier vorerst. Nahkampf, was gibt es denn so für Season 3 Nahkampf? Zauberstab. Ich denke, dass meine aktuelle Nahkampf besser. Der hat eine höhere Mobilität, aber ich glaube, der Speed ist bei meiner aktuellen Nahkampf besser. Wo ist denn die eigentlich? Immer was man gerade sucht, oder? Nahkampf. Ah, hier. Der ja neuerdings so komisch hässlich aussieht. Ach, der Speed ist ja bei dir besser. Das ist geringere Mobilität, das interessiert mich auch nicht so sehr. Die Giftbombe, die kann ich mir also schon kaufen. Ich glaube, das ist das nächste, worauf ich spare, weil die ist wirklich, wirklich cool, würde ich jetzt erstmal so sagen. Und Dolch des Diebes. Was ist denn Nahkampfwaffe? Was? Ach, was ist denn so? Ey, echt, Mann. Wie weit jemand nachdenkt, bevor ich mir das alles angucke. Okay, ich, well. Oh, Mann. Na, egal, jetzt muss mit dem Livestream auch bald aufhören. Auch wenn jetzt endlich die Season 3, erreichbar ist. Naja. Mal an, was es jetzt eigentlich alles für Spezielle gibt. Die Bootslang für nur... Oh, die ist eigentlich auch echt ein billiges Ding. Also, obwohl, nicht billig, aber im Vergleich zu den Tokens früher, weil es ja nur für Tokens gab, ist es natürlich schon irgendwie sehr viel billiger. Naja. Ich würde sagen, jetzt habe ich mich hier mal erstmal genug umgeguckt und mir sogar eine super gute neue Waffe gekauft.
Früchtchen ist jetzt so ein Rang. Oh, das ist unglaublich, wie man mit diesen Rängen jetzt auf... Wie das jetzt mit neuen Level-System ist. Wie viele Level man da plötzlich höher ist. Ich probiere jetzt noch einmal, ob das mit dem Picken Win jetzt vielleicht hinhaut. Jetzt aber. Ja, Warpies 5-mal. Toll, da freue ich mich jetzt drüber. Nochmal Warpies. Diesmal 20-mal. In mein Messer. Toll, ich wieder. Moment, Finale. Ja, von wegen. Das war ich selber. Oh, der Drachenstab für einen Tag. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Den würde ich echt gerne mal ausprobieren. Swappy? Toll. Aber immer, naja, immerhin heißt es, dass ich wieder Swappy habe. Solar Flare für 7 Tage ist jetzt nicht so der Hammer irgendwie. Aber Herzschlagradar 5-mal auch nicht schlecht. Oh ja, Streamliner 100-mal. Diebeskappe für einen Tag. Ja. Cool. Oh, ich habe die Delta! Ich habe die Delta selten gewonnen! Wie viel Glück ich manchmal habe! Manchmal, wirklich selten. Habe ich nicht gerade schon geklickt? Ach, jetzt aber. Nachschub für Pistolen 50-mal. Das ist nicht wirklich das, womit ich so viel anfangen kann. Obwohl. Oh, Ritterschild für einen Tag. Rücken! Ah! Drachenblut durch die Stadt, um die Jungfrau in Not zu erretten. Okay. In meinen. Leuchtstabrot. Schreibt mir mal kurz in die Kommentare, ihr hier. Ich suchte morgen den ganzen Tag. Ja gut. Schreibt mir hier gleich mal hin, welche ich nehmen soll vielleicht, obwohl. Ach nee, ist eigentlich nicht nötig, das ist ein bisschen kompliziert. Ich nehme mal das Ding hier. Weitreichende. 3%. Nein! Jemand hat eine bekommen. Ranger Munition 2. Noch 5 Stück. 4 Hornissenarmbrust für einen Tag. 3. Warpies. 2. 1. Okay, jetzt habe ich nur noch eine einzige. Dafür nehme ich die nämlich mal für die hier oben in der Ecke. Zauberstab für einen Tag. Ist doch nicht schlecht, weil ich jetzt so alles noch bekommen habe. Dann sage ich jetzt nur noch bei Toon Explay Adventure und so weiter und so weiter. Denn damit ist dieses Let's Play jetzt wohl zu Ende und auch der Livestream. Also bei Toon Explay Adventure und bei Toon Explay Adventure Livestream. Next Livestream, wie auch immer.